Alter, das war jetzt schon eine ganze Minute nur Präsentationen von Herstellern. Ach, fuck. So, okay, das wird eines der dümmsten Projekte, das ich je gemacht habe. Und ich weiß nicht mal, ob ich da überhaupt Lust habe, das Spiel fertig zu spielen. Was soll denn das eigentlich in der deutschen Version herausfordern? Da wäre genug Platz gewesen für einen Ungen, oder nicht? Obwohl, vielleicht wollten sie Unge einfach nicht ins Spiel mit einbauen. Das war der erste gute Witz, oder? Fuck. Ja, wie gesagt, das wird das wahrscheinlich das dümmste Projekt, das auf dem Channel je gemacht worden ist, weil es ein ziemlich dummes Spiel ist, aber das Timing passt so gut. Und ich will die ganzen wertvollen Klicks, die mir nichts mehr bringen, weil ich kein Scheißgeld mehr mit YouTube verdiene. Sie haben mir alles abgedreht. Weil ich habe so viel verdient, so 15 Cent pro Monat oder so. Ich weiß nicht mal, ob ich drüber reden darf. Die Zahl war sowieso falsch. Aber jedenfalls, das wird das ehrlichste Let's Play aller Zeiten. Bis auf die Titel, die werden alle Clickbait-Titel sein. So wie der Titel von dem ersten, weil das ist ein verbotenes Steam-Spiel. Das Spiel gibt's nicht mehr auf Steam, aber ich spiele es gerade über Steam, weil ich es gekauft habe, wo es noch gab. Naja, es ist nicht wirklich verboten, aber... ja... Die Lizenzen oder so irgendwas liefen ab, so ein Scheiß. Jedenfalls, nur zur Info, ich habe mir da so eine Editor-Datei gemacht mit allen Themen, die mir so eingefallen sind, über die ich reden könnte, über die ich schon ewig mal reden wollte. Und ich weiß nicht, meistens fällt mir einfach das Thema dann während dem Let's Play nicht mehr ein. Deswegen habe ich es mir jetzt aufgeschrieben, so eine Checklist, alles, was ich ansprechen will. So, okay, ich habe das Spiel schon mal durchgespielt. Es ist also nicht blind, aber ich weiß fast nichts mehr. Und ich hatte einfach persönlich Lust drauf, nach Deadpool 2 das wieder mal zu spielen. Ich habe alle Upgrades zurückgesetzt übrigens. Das heißt, ich fange wirklich komplett von vorne an und cheate mich nicht durch. So, wir schauen uns halt, ist dabei, sich wahnsinnig zu entspannen, bis plötzlich ein Skript erscheint. Wow, Spoiler. Schwierigkeit. Genetisch überlegen, nee. Machen wir das. Machen wir Veteran. Einfach das Normale. Ich habe keine Ahnung mehr, wie die Steuerung funktioniert. Wenn du fährst, ist dein letzter Kontrollpunkt freigeschaltet, kapiert. Ja, mir egal. Deine Waffen sind zu langsam vor Püsserungen. Shouldn't have written the proposal in crayon. Relax. You know he's gonna call back. Oh yeah, because of the Deadpool. Hey, it's Peter. You know, dickhead. Remember when I called you earlier and told you no? Such a joker, because I meant yes, of course. The new proposal you sent over this morning went off with a big bang in the office today. Genius, just genius. So, sum it up. Congratulations. Let's make a video game. See? Once again, our explosive personality wins the day. High five! No high fives. We're voices in our head. I've got my top designers banging away on a script right now. As soon as it's ready, we'll send it right over. Script? No! This is bullshit. A script? Like some dingus word writer's gonna know better than me how to show how amazing I am. Amazing is more Spider-Man's thing, really. Yeah, right. What's so amazing about that geek? Well, superhuman strength and reflexes, extrasensory perception, genius-level intellect, the ability to stick to any surface. Know what else sticks to any surface? A load of goo? Ooh, Spider-Man. But does Spider-Man have a sweet-ass supercharged healing factor? No. But me? Some jackass gets lucky and tags me with a stray bullet? Whatever. Freaky cellular regeneration for the win, bitches!
And another big difference is, we kill the shit out of people. Damn right. Ja, das ist öfter in dem Spiel so, dass es ewig lange Konversationen gibt, die nicht aufhören. Und ich will sie alle hören. Weil ich meine, ich bin ja bekannt für meine langweiligen Let's Plays. Because I get the feeling someone is watching this. Quality time watching TV with me, myself, and myself. Yeah, thanks for spending time with us. You know, time apart can really help this relationship. Just saying. Wetten, da ist noch eine Voice Line. Ja, natürlich. It conforms to our ass quite nicely. It's well used. Just like us. Oh. Nice. Ah, I think the batteries in this remote are dead. Then get more. Ah, but that's hard. Television. A wonderful invention. It rots our brain. But it has pretty colors. Ich weiß nicht, soll ich jetzt eigentlich einmal aufstehen und wirklich spielen? Okay, ja, komm. Steh mir auf, jetzt sagt er noch langweilig. Ich weiß nicht, ob das alles war, vielleicht war noch was. You guys tracking my every move now? But I haven't even accomplished anything in this game yet. And there's another one. Oh, so it's gonna be one of those games, huh? Ja. Hey, so wegen eigenes Apartment und so. Stimmt eigentlich, ne? Once my TV didn't work, so I kicked it, and it started working again. Sorry. Deadpool branded as both hero and villain. Deadpool was once a badass mercenary named Wade Wilson. After being recruited into the Weapon X program, Wade was subjected to experiments that gave him awesome regenerative powers and drove him batshit crazy. Today, the Merc with a Mouth travels the globe in search of fortune. And Chimichangas! Now you know! Okay, gut, jetzt haben wir aber wirklich genug gefunden, so. You think the player knows anything about us? They no. Did buy the game. To know us is to love us! Oh ja, jetzt hat schon jemand angeläutet, aber das wollen wir natürlich noch nicht. Für Hündchenstellung. So, how's the ball looking coming along? Red Rocket, Red Rocket! You just sit tight and I won't have to shoot you. Ja, das wollen wir noch sehen. Jedenfalls, Donkey, like apropos eigene Wohnung, ich hab übrigens keine eigene Wohnung, ich lebe immer noch bei meinen Eltern. Es ist so verdammt billig und angenehm. Man muss für nichts zahlen und kriegt Essen umsonst. Ich meine, ich zahle 200 Euro im Monat. Ich meine, hey, das ist doch eine gute Miete. Ich will noch nicht was, um eine Stinkwurst zu machen oder Keime abzutöten. Okay, tut mir zuerst mal Keime ab, oder? Oh, so, das ist eine Waschen. Mit Anzug, ja. Why would anybody want to see that? I sure as hell don't. Why do you think I wear a goddamn mask? Hope this game doesn't, like, try to do the whole tragedy behind the comedy thing. Ich finde das irgendwie cool, dass man im Spiegel sah, mich ohne Maske, aber in echt war ich noch mit Maske. Übrigens, falls ihr es noch nicht bemerkt habt, Deadpool wird von Nolan North gesprochen in dem Spiel. Ja. There we go. Now we're talking. Much nice. More realistic. Fine. You asked for this. Hunters of So. Oh, you gotta love the ones that make you sweat. Oh mein Gott. Oh, das Spiel ist so krank. Ja, jedenfalls, warum ich eigentlich jetzt plötzlich wieder so viel aufnehme. Ich habe es, glaube ich, auf Twitter ein paar Mal erwähnt. Ich habe eine Nintendo Switch zu Weihnachten bekommen und war jetzt so die erste Hälfte von 2018 mit der beschäftigt. So Mario, Zelda, Kirby etc. Wobei Kirby nur eine Woche gedauert hat zum Durchspielen. Auch wenn das Spiel gut war. Komm. Kannst du Pizza durch deine Maske essen? That's right. Now feed me, baby. Nice and slow. Wait, are you a dude? Huh. Really didn't think this mask thing through, did I? Ja. Ich anscheinend schon. Ich finde das cool. Wir nehmen jetzt schon, glaube ich, so
fast 11 Minuten auf oder so. Und wir haben eigentlich noch nichts gemacht. Herr hat's geschafft. Herr schafft es ja wirklich, durch die Maske zu essen. Oder auch nicht. Let me guess. I just ate the leftover pizza from all that developer crunch time. Am I right? You last second schmucks. I love the smell of pancakes in the morning. Boah, der kann aber schnell kochen irgendwie und hat alles kaputt gemacht. Smells like victory. Okay, ja. Warum nicht? Okay. Warum? Warum? Es gibt so viel zu machen, nur im Haus. Da ist überall nichts drin. Wirklich da. Bet you thought there'd be some kind of payoff with the empty cupboards. Nope. Dankeschön. Warum ist hier alles eigentlich so dreckig? Hallo, da war was zum Einschalten. Warum ist eigentlich U zum Benutzen? Das ist voll weit weg von den Richtungstasten. Oh, armer Deadpool. Now what could this be? Gruppenzwang macht mich zum Trinker. So. Ich find's gut, wie die Flasche immer wieder nachkommt. Wie viel kann ich eigentlich trinken? Enough with the damn beer. Oh, okay. Das wusste ich nicht. Das tut mir sehr leid, obwohl ich trinke nicht gern Alkohol. Ich hasse Alkohol eigentlich sogar ein bisschen. Ich trinke Alkohol nur in der richtigen Gesellschaft, wo ich weiß, die würden mich nicht zum Alkohol trinken zwingen. So, gut, schlafen wir ein bisschen. Das war hart genug, der Tag. Speech bubbles don't appear above our head when we sleep, right? Are you kidding? No. Ooh, that would be embarrassing. Warum spiele ich das Spiel eigentlich, wenn ich es nicht spiele? Also ich meine, ich spiele schon, aber ihr wisst schon, wie ich es meine. Da warte Gitarrenstunden. Weil eigentlich, ihr wisst noch gar nicht, wie das Gameplay ist. Wobei das Gameplay von dem Spiel ist ziemlich eintönig. Ich spiele es auch wegen den dummen Sequenzen, deswegen mache ich den ganzen Scheiß gerade. Obviously the prop guys never got around to making me an awesome guitar. Fucking prop guys. Was ist denn das für eine Liste eigentlich? Teaser-Video. Oh. Haben wir noch nicht. Moment, was? Da war was. Für einen Anruf. Rufen wir wo an. Nolan, hey, what's up, buddy? We're making a game about me. We gotta have you do the VO, man. I see, here's the thing. People tell me we sound alike. That sounds awesome, Deadpool. Listen, I had a different take on it. Maybe it would just make you, you know, maybe it's an alternative type of Deadpool. You know, he's somebody that, like, forget the boobs. Let's just go for pecs. You know, pecs and biceps. Forget girls. Why don't you just contact my agent for the booking and we'll see what we can do. He's so in. Look, Deadpool, I got another call coming in, gotta take it. Good luck with the game though. Ja, gut, dass ich vorhin noch gespoilert hab. Ich finde das cool, wie wir einfach dastehen können und dem Ton jetzt zuhören können. Mich wundert, dass er gerade nicht kommentiert oder so. Hallo? Okay, dann halt nicht. Yeah, well, fuck you, Nolan. Well, fuck you, Nolan. Oh, warte, da machen wir die Tür auf, dann gehen wir zuerst noch da rein. Let's see what's behind door number one. Das ist eigentlich Tür Nummer 3, aber ist ja egal. Können wir noch mehr trinken? Oh, I'm starting to get the feeling that no love was put into my apartment. Irgendwie ist das schlimm, was man da durch die Wände hört. Ausrüstung. Now this is what it's all about. Look at all this fine weaponry.
Und warum können wir die nicht mitnehmen? Hallo, da ist jemand an unserer Tür, der könnte uns töten. Oh, Internet. Ja, jawohl. Weil das können wir im echten Leben nicht machen. Ich bin viel zu viel auf YouTube unterwegs. You know why I love the Internet? Because it's just like me. Vulgar, combative and contradictory. Overflowing with perversion and stupidity? Yes and yes. Ooh, new sispop videos. Hey, Brad! How do I update my status to be wrecked? Another friend request from Ryan? Doesn't this guy ever get the hint? How do I update my status to bored shitless? Lass du... Ich meine, du bist jetzt schon gelangweilt. Das passiert mit YouTube nicht, da geht nur die Zeit drauf. Gelangweilt bin ich aber nicht. Okay, das ist mir jetzt zu cringy. I'm gonna show you one of my Deadpool comics. Dead. Oh yes. Do this, please. Doch, komm. Oh yes. Oh really? She always looks so surprised to see us. If this game had a shame meter, it'd be full right now. Ja. We're not gonna put our penis in there, are we? Okay, ich glaube, das wird nichts. Oh, was war denn das? Ja, das Spiel ist nicht perfekt. Wie schon gesagt. Aber das werden wir alles noch sehen und dann könnt ihr es selber beurteilen. So, jetzt machen wir mal die verdammte Tür auf. Im nächsten Part dann.